So, einen schönen guten Mittag. Ich hoffe, ihr habt alle was zu essen da. Man braucht noch ein bisschen Unterhaltung für euer Mittagessen. Und Unterhaltung gibt es hier auf jeden Fall. Denn ich werde sicherlich wieder ganz oft sterben. Hallo Krabi, hallo Slack und hallo liebe Zuschauer von Slack, die jetzt mit rübergekommen sind, offensichtlich. Thanks for hosting. Du bist Deutsche Bahn. Du brätst dir einen Storch oder was gibt's? So. Ich hab, wir müssten ja jetzt eigentlich weiter in das. Wir kamen da hinten raus, da waren so ganz viele Drachen. Da gehen wir aber jetzt erstmal noch nicht hin. Ich wollte nämlich vorher. Warum habe ich schon wieder so viele Seelen? Ich erinnere mich, ich hatte letztes Mal noch mehr und dann haben wir aber nicht alle ausgeben können, stimmt's? Ich würde tatsächlich einmal kurz noch zwei Sachen überprüfen. Das eine ist in dem Schloss, in dem wir zuvor gewesen sind. Da muss ich mich jetzt gerade noch mal kurz orientieren. Das müsste ja das Drangleic Castle gewesen sein. Genau, und hier wollte ich gerne hin. Weil wir hatten ja noch, oben unterm Dach war ja noch diese Lady eingesperrt. Da würde ich gerne nochmal gucken, ob wir die jetzt nicht befreien können. Und danke, dass mein Schatten mich jetzt so erschrocken hat. Alter, was ist das für eine Waffe? Im Schatten. Krass. Ich bin ein Riese und da steht jemand in mir drin. Hä? Nein, hier lang, glaube ich. Hinter mir mein Schatten, genau. So. Der müsste jetzt eigentlich nach oben fahren, wenn ich mich sehe. Na, genau. Ich immer noch mit diesem Pupschild. Ich würde ja gerne dieses ganz große Schild haben. Aber so mächtig sind wir leider noch nicht. Und ja, ich bin Skeletor, falls es euch noch nicht aufgefallen ist. Was hast du denn gestreamt, Slug? Ach, jetzt bist du gerade weggegangen. Ich hoffe, vielleicht hörst du es ja noch. So. Ja, da hängt ja dieser Ekelkerl. Use key to the embedded. Ja, wir wollen ja eigentlich die Dame, wobei die Damen. Die Damen in diesem Spiel sind mir sehr zwielichtig. Ich bin mir da nicht ganz so sicher. Oh, das ist eklig. Oh, war das fies. Oh nein, der Arme. Ich hoffe, er hat in seinem Leben was ganz Schlimmes gemacht, dass es jetzt gerechtfertigt war. Wobei sowas ist nie gerechtfertigt. Ich hatte erstmal gepennt, genau. Hä? Ring of the Dead. Habe ich sie erlöst oder? Man weiß es jetzt nicht so genau. Gucken wir mal, wo ist er denn, der Todesring? Ring of the Dead. Keep human appearance even when hollow. Nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich. Ring of the Ring appears human even when hollow. They say that in an undead crypt we can reacquaint ourselves with the dead. We all suffer loss and none of us can escape death. Then what is the fascination with reclaiming that which was has already passed into the beyond? Nur die Frage, bringt mir das irgendwas? Pierce human, even when hollow. Hm.
Das ist wahrscheinlich wieder nur für PvP-Sachen, oder? Würde ich jetzt mal vermuten. Ja, mein HP hat sich nichts geändert. War das nicht irgendwas mit dem PvP? Hatten wir da nicht neulich schon mal so ein Item gehabt? Was sind das für komische neue Geräusche? Okay, das war offensichtlich der Aufzug, aber jetzt würde ich ja schon gerne nochmal hoch. Wieso? Wer hat denn da jetzt gesungen? Ha. Längste Aufzugfahrt ever. Fünfmal hintereinander. Blurry-Effekt. Hätte er jetzt angefangen, als ich auf den Aufzug getreten bin. Jetzt höre ich aber wieder nichts. Strange. Ja, die sind erlaubt. Hauke Kappa. Das hat irgendwas gebracht, ich weiß es nicht. Sie scheint hier noch rumzufleuchen als Geist. Listen carefully. Habe ich doch. Ich habe ihrem Song gelauscht. Nee. Jetzt sieht sie auch nicht noch mal. Höchst sonderbar. Finde ich jetzt nicht so super lustig. Also ja, es ist offensichtlich keine richtige Antwort, aber es ist jetzt auch nicht super falsch. Ich will mal gerade. Ach, das war dieser Banner. Ich will mal gerade gucken, ob sich hier noch irgendwas getan hat jetzt. Sieht nicht so aus, ne? Super gruselig. Warum ist es so gruselig? Ich bin gespannt auf deine Riesenliste. Keine Ahnung, was uns das jetzt gebracht hat. Ich gucke jetzt noch einmal hier oben. Weil hier ja das so ein bisschen herkam. So, aber das war nur das, wo wir so runterplumpsen, ne? Das würde ich jetzt eigentlich nicht so gerne nochmal machen. Na gut, dann haben wir es versucht. Gehen wir einfach mal davon aus, dass wir sie erlöst haben und sie jetzt noch ein bisschen durch den Turm gesegelt ist. So, dann kann ich aber das auf jeden Fall abhaken.
Jetzt wären theoretisch noch zwei Sachen. Einmal müssten wir tatsächlich noch mal am Brunnen gucken. Da war noch eine verschlossene Tür. Wobei ich jetzt gerade nicht so gewillt bin, in den Brunnen zu springen. Und ich hatte mir noch aufgeschrieben, dass relativ am Anfang gab es noch so ein Feuerlevel. Ich weiß aber auch nicht, ob ich das nicht... Wo habe ich es denn hier? Hier, Dame. Dame im Königsturm. Psycho Mantis als Torwächter habe ich mir aufgeschrieben. Ja, gehen wir erstmal weiter. Vielleicht. Vielleicht kriegen wir noch einen Hinweis für die anderen Sachen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich da jetzt runter soll oder nicht. Vielleicht mache ich das, wenn wir irgendwie kurz vorm Ende sind. Weil ich nicht weiß, wo das ist, aber... Meine, wir merken vielleicht, wenn wir an einem fiesen Endboss sind und... Dann würde ich davor das nochmal checken, weil dann ist es ja offensichtlich, dass wir da... nicht storytechnisch nochmal weiter müssten. So, hier mussten wir ganz nach oben... Ach ne, den Ring, den Königsring habe ich noch an, tatsächlich. Ich weiß aber noch nicht, dass, ob ich, wenn ich den ausziehe, ob hier dann irgendwas passiert, ob ich hier nicht sein darf. Ich brauche den ja sicherlich nur, um die Tür aufzumachen, ne? Opens the King's Gate. Wear this ring to open the King's Gate. Ja gut, dann brauchen wir den ja sonst eigentlich nicht. Was hatten wir denn vorher immer noch für einen Ring an? Ring of Binding. Restoration hatten wir. Ich erinnere mich, den guten HP-Ring. Moin, Soda. Dank gut. Und selbst. Ich dachte, ich spiele mal noch ein bisschen Dark Souls, bevor ich rausgehe ins schöne Wetter. Weil es sollte nachmittags ein bisschen wärmer sein als morgens. Hallo, Kistchen. Hier hatten wir das Licht angemacht, was ziemlich cool ist. Ja, mal gucken, ob wir jetzt... Der Große, der steht da immer noch hinten, ne? Oder das wäre natürlich schön, wenn der weg wäre. Ne, da ist er. Ja, shit, der hat den Frosch befreit. Aber kein Problem. Hui, das war knapp. Eigentlich habe ich wenig Bock, den... Aua. Aua. Den jetzt... Aua, ich bin hier voll in der Wand drin. Oh, genau deswegen wollte ich ihn jetzt nicht machen. Oh, ich dachte gerade, okay, lass uns einfach vorbeilaufen. Aber eigentlich mag ich vorbeilaufen ja auch nicht. Welcher Held läuft denn schon vorbei? Der Held, der nicht seine 14.000 Seelen dahin legt. Drache. Ich frage mich, ist er oben durch die Decke gebrochen? Und wie lange liegt er hier, bis das Fleisch verrottet ist? Und wie eklig muss es hier jetzt gerade drin stinken, weil das Fleisch verrottet ist? Oder hat ihn irgendjemand aufgestellt? Sieht hier schon ein bisschen mit den ganzen Käfigen aus wie so ein, wie so eine Art Museum.
Wer, was, wo? Achso, das war der oben. Ich dachte schon, irgendjemand hätte sich da... Froschi? Ja, Froschi. Ach, die dummen... Die dummen Einrichtungsgegenstände hier, das ist das Problem. What? What, what, what? Wo kommst du denn jetzt her? What the fuck? Oh, nee, das war der aus dem... Hier sehen Sie eine Plauze. Das war schon der aus dem nächsten Raum, kann das sein? Der eigentlich die Wand kaputt macht, die jetzt natürlich schon kaputt war. Okay, ich glaube, durchrennen wäre doch nicht so die schlechte Variante. Wahrscheinlich ist das auch gar nicht dafür gemacht, dass man nochmal da durchläuft. Das soll einmal dieser Überraschungseffekt sein mit der Wand. Was ich aber auch... Das ist doch blöd. Warum ist das beim zweiten Mal schwieriger als beim ersten Mal? Beim ersten Mal muss man halt nur gegen den einen fetten Typen kämpfen. Wenn man das geschafft hat, geht halt erst die Tür auf. Jetzt ist sie schon auf. Dann sind da zwei fette Kerle. Vielleicht sollten wir uns auch aufschreiben, dass wir kurz vor Ende des Spiels den hier nochmal platt machen und uns gucken, was passiert. So, Seelen schnappen. Ja, alles gut. Du machst mir keine Angst mehr. So. So, jetzt können wir nochmal drüber reden. Vielleicht einzeln. Eigentlich habe ich wenig Bock. Jetzt hat er mich nicht mehr gesehen, ist schnell umgedreht. Ja, komm, ich glaube, das ist die bessere Variante. Eigentlich wären wir ja auch theoretisch weitergegangen, ne? Meine Rolle hier ist so komisch. Das liegt aber bestimmt an dem Bodenmaterial, oder? Für eine schwere Rolle ist es ja nicht. Achso, das ist nur, weil ich den Sound nicht habe. Interessant. Fühlt sich die Rolle direkt anders an. Aber die kommt mir auch ein bisschen kurz vor. Was sagt denn unser Gewicht? Ne, wir sind 56,9. Eigentlich ist das okay. Die waren schon mal fetter. Wie ist eigentlich das, die weibliche Form von fetter? Fettin? Also nicht fett sein, sondern der Vetter, der Verwandtschaftsgrad. Vetter 9. Grades. Wobei ich auch gerade nicht sicher bin, was eigentlich ein Vetter ist. Das ist ja nur so ein... Ist das ein richtiger Verwandter oder sagt man das einfach nur? Das weiß ich nicht. Vielleicht hat jemand aus dem Chat eine Antwort darauf. Lass mich raus. So, war hier noch was gewesen auf dem Weg? Ich weiß es gar nicht mehr. Nee, da sind wir schon direkt. Ich kann zumindest... Der Schatten. Ich kann zumindest nichts anvisieren. Aber das Wichtigste ist jetzt erstmal ein... Bonfire zu finden natürlich. Wahrscheinlich kommt jetzt hier eins direkt um die Ecke. Aber das war mir doch ein bisschen zu riskant letztes Mal. Alter, ist das unübersichtlich. Ha! Nein, das ist mein Schwert. Oh Gott. Das ist ein Schwert, kein Drachenschwanz. Die sind ganz schön aufgeregt, ey. Kann ich euch irgendwie helfen?
Krass. Okay, komme ich da wieder runter? Sieht so aus. Oh, ist das nicht. Wie heißt sie nochmal? Die aus Majula. Frau aus Majula. Base. Schau mal deine Base. Eine alte Feder. Okay, Madame. Warum sollte ich das tun? Kannst du mir das vielleicht noch sagen? Ich möchte nochmal den einen Drachen sehen, der hier so hochfliegt. Der sah cool aus. Kommt der nochmal? Jetzt will ich mal gerade lesen, was ihr Ancient Feather macht. Warum können die das eigentlich nicht so sortieren, wie man es bekommen hat vielleicht? Oder aber auch alphabetisch, das wäre ganz toll. Nee, das ist jetzt überhaupt nicht hier drin. Aged Feather. Return to last bonfire rested at. Ist das ein Homeward Bone? Return to last bonfire rested at. Can be used repeatedly. The child of the dragon. Sacrificed away from the world. Imagined a world of boundless possibilities from the mere sight of a feather. Child of the dragon. Sie vielleicht die Tochter des Drachen? Hä? Achso, hier geht's ja weiter offensichtlich. Ich kann noch mal gucken, wo man hier hinkommt. Den Weg habe ich eben gar nicht gesehen. Na gut. Die scheinen ja cool mit mir zu sein bisher. Naja, hätte ich ja doch noch ein bisschen weitergehen können letztes Mal. Eine Leiter. Gucken wir uns erstmal oben um. Das hin, das geht da hinten hin. Alter, das ist volles Labyrinth hier, oder? Okay, vielleicht sollte ich doch erstmal. Was gibt's hier noch? Da gibt's auch noch eine. Ist hier noch irgendwas von Begehr? Hier ist noch eine. Aber, oh, da steht ein Dude. Das hier scheint ja offensichtlich unter dem Bonfire zu sein. Nein. Das da ist unter Bonfire. Dammit. Bitte keine nahen Geräusche dieser Art.
Aber hier komme ich zum Bonfire, okay. Gut, dann hat sich das auch aufgedröselt. Da gehe ich mal, bevor ich da rüber rutsche, wie ich tatsächlich erstmal hier über die Brücke drüber gehen. Du siehst aus wie ein Freund. Oh, du siehst vor allen Dingen versteinert aus. Statue blocks your way. Ach was. Das hat der Typ vor mir auch schon versucht. Schade. Wobei wir ja eigentlich noch... Wir haben ja noch dieses Entsteinerungsding. Aber das scheint dem guten Mann nicht zu helfen. Also doch zur Leiter. Leiter müssen wir zur Leiter. Ich frage mich, ob man auch abspringen kann. Nee, kann man glaube ich nicht. Zumindest nicht mit A. Das habe ich gerade versucht. Au. Spinnt's wohl. Er weiß schon, dass es hier Abgründe gibt. Krass aus, diese Säulen, die einfach da rausragen. Das gibt's ja in der Natur wirklich ein paar Orten. Was? Also wenn da mal nicht ein Humanity liegt oder so. Slack ist neu hier. Sag hallo. Hallo Slack. Wenn man neu ist mit Twitch, dass man ein Emote drückt, um Hallo zu sagen. Okay. Ist ja crazy, diese ekelhafte, gezwungene Interaktion. So, das ist ja einigermaßen verwirrend. Ist hier noch hinab? Nein. Kam ich von da oben? Nee. Hä? Ich kam doch von da unten. Dann haben wir da den Weg zum Schloss. Und hier, was haben wir hier? Noch einen Explosionsknaben. Und ich höre noch einen. Die Frage ist nur, wo ist der? Wo ist er denn? Grab. Achso, das ist wieder hier die... Alter, das hört sich an, als wäre der direkt hinter mir. Der ist bestimmt unter mir. Das macht mich super nervös hier gerade alles. Ja, das Lustige ist... Ja, stimmt, du hast mir noch nie vorgesehen. Das ist das Lustige. Ich bin manchmal ein bisschen verwirrt mit euren Nicknamen. Ja, deswegen. Es gibt doch einen im Chat, der so ähnlich heißt. Also da drüben ist auf jeden Fall noch ein Item. Und eine Höhle? Ist die Frage, ob das die Bonfire-Höhle ist. Eigentlich nicht, weil sonst hat mir das Item da drauf gesammelt. So, dann gucke ich aber trotzdem nochmal. Hier ist so ein heiliger Kessel. Da ist auch noch ein Item. Da ist bestimmt auch der Typ unten drunter, ne? Komme ich da durch? Nee, ich komme hier gar nicht runter. Na gut, dann hat sich das ja auch erledigt. Außer ich kann hier...
müsste hier natürlich versuchen, da runterzufallen. Und die Treppe führt dann darüber. Oh, ist das verwirrend. Au. Wow. Shit, ich hab... Aua. Kam da aus dem Loch raus, die Schweine. Mein Rock ist kaputt. Autsch. Ziehen wir den Mietli mal kurz an. Erinnert mich bitte dran, dass wir den Rock reparieren. Weißt du, da habe ich sie schon alle weggekickt und dann kommt noch einer. So unfair. Ich bin verwirrt. Ich habe die ganze Zeit Angst, dass hier irgendjemand noch rausploppt. Ich muss meinen Rock reparieren, genau. Ich muss ihn flicken. Hey, nein, tja. Au. Das war eine lange Explosion. Ah, das hat meine Sachen auch ganz schön kaputt gemacht. Ja, ich würde sagen, wir gehen gleich eh nochmal zum Bonfire zurück, wenn wir das irgendwie schaffen. Keine Ahnung, wo wir gerade sind. Auf jeden Fall sind da noch so ein paar Bombenexperten. Drei sehe ich gerade. Okay. Mach du mal. Das klingt auch, als wären da wieder mehr als nur die zwei Kollegen. Ist hier irgendwas Schönes näher? Sind hier jetzt schon sehr hoch. Nicht, dass mich hier gleich ein Drache attackiert. Ist da... Ach nee, oh Gott, ich dachte, rechts steht jemand. Ist das ein Lizard da? Ich glaube, ja. Oh Gott, ist doch... Wobei, das sieht nicht aus wie ein Bossfight-Tür, ich weiß es nicht so genau. Sollten wir eigentlich von der anderen Seite kommen? Anstrengendes Gebiet. Jetzt höre ich die ganze Zeit den Lizard da klimpern im Hintergrund. Oh, da ist noch einer. Dracheneier. Wir haben 90.000 Seelen, ne? Ich hab da eigentlich... Vor allem der da, wenn ich auf den haue... So, gegen meinen Dingsangriff. Die Regel ist ja, sobald ich den... Solange ich den Eiern nichts mache... Muss ich hier denn eigentlich... Da geht's durch, ne? Da ist doch ein Gang. Sehr schön.
Der sieht auch irgendwie verletzt aus, oder schläft der? Ja, ihr da am Rand seid auch sehr beruhigend. Der schläft doch. Ich würde auch gerne noch an den anderen. Kann ich denn da? Tut dir das weh, wenn ich dir hier, wenn ich hier? Komme ich leider sehr nah an die Eier dran. Wo war denn der andere Lizard? Da vorne, ne? Ist das Ei gerade gewackelt? Okay, um 8 Uhr morgens. Ja, da kann man auch um mich rumtänzeln und ich bleibe einfach liegen. Ich liege dann auch immer so da. Ah, lasst mich in Ruhe. Magic Stone. Da ist der Lizard. Ach komm. Ist er lieber in den Tod gestürzt? Das ist ein bisschen traurig. Ah, hier ist auch noch ein Weg. Meine Güte. Was ist hier denn jetzt mit dem Drachen? Ich würde gerne wissen. Willst du wissen? Also erstens würde ich gerne wissen, wo sein Kopf ist. Das ist ja offensichtlich der Schwanz. Ach, da. Ich glaube, das hier ist der Hals. Und da liegt der Kopf da über dem Schwanz. Das war interessant. Ich frage, ob ich irgendwas mit dem machen muss. Bringt das was, den anzugreifen? Gehen jetzt erstmal nochmal hier auf der Seite runter. Gucken, was uns hier so erwartet. Natürlich. Alles schön backstabben. Wenn wir schon wieder von der falschen Seite kommen. Hä? Das scheint wohl der Kollege zu sein. Die Drachen haben... Oh! Vorsicht, Junge, ne? Das, nicht, dass du dem Drachen da weh tust. Der schläft offensichtlich. Kann es sein, dass sich da so ein Honk in ihm festgebackt hat? Ich hoffe, da passiert jetzt nichts. Ich bin doch, das wird doch nichts. Der explodiert doch gleich, während ich da das Item hole. Ich sehe das doch schon. Da denkt der Drache, ich wäre das gewesen. Glitzert wieder was. Da sind zwei Dinger drin. Sind das Lizards? Okay, da ist auf jeden Fall noch ein Item. Ich weiß nicht, ob ich die angreifen soll. Ja, wenn, würde ich, glaube ich, erstmal den oben versuchen anzugreifen. Also der hat ja... Ja, dann mach nur die lustigen. Nicht alle dumm, sonst für das Video eh zu lang. War das das Ort mit dem Item, wo wir runtergesprungen sind, ne? Ja. Da geht's wieder ins Schloss.
Okay, das heißt, wir haben jetzt hier auf jeden Fall den Kreislauf gefunden. Dann ist jetzt nur die Frage, greifen wir das Vieh jetzt an? Also um das Item aufzusammeln, muss ich ihn leider angreifen. Da ist wirklich so ein Bombentypi drin. Das hat ihm nichts ausgemacht. Schade. Kann ich da drunter gucken? Da läuft noch einer, ne? Achso, der stirbt gar nicht dabei. Das ist ja bescheuert. Upsi. Scheiße, ist sehr stark. Süßer Drache, ganz süßer Drache. Ja. Ah. Wir tänzeln, wir tänzeln. Autsch. Hi. Anki, the Dragon Slayer. Also wenn jetzt hier kein gutes Item liegt. Petrified something. Twinkling Titanite. Naja. Ring of Evil Eye plus 1. Hatte ich da nicht schon den? Oh. Ja, Tatsache, absorb HP from each defeated foe. Den fand ich auch immer ganz nett, den Ring. Was soll das denn jetzt für Zeichen? Achso, GG soll das heißen. Moneybags. Was? Oder komme ich da nicht hoch, oder? Hat er selber seine Eier kaputt gemacht jetzt? Das war ich nicht. Das wollte ich nicht. Macaroni-Auflauf. Nom, 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 nom. So, traue ich mich jetzt noch den zweiten Drachen zu machen? Oder soll ich erstmal kurz. Ich glaube, ich gehe einmal kurz meine Seelen abgeben, oder? Wir haben doch jetzt auf jeden Fall ein Level zusammen. Da ist auch noch ein Item und noch ein Item. Und, jetzt wo ich gerade dran denke, haben wir jetzt diese coole Feder, mit der wir eigentlich auch bei solchen Situationen einfach uns zurückporten können. Ja, lass mal ein bisschen was hier für den Chat. Wäre cool, wenn man auf ihn drauf hüpfen könnte. Oh, guten Abend. Spontane Selbstentzündung. Pharos Lockstone. Fine work. Ja, dann versuchen wir doch mal diese, probieren wir doch mal diese Feder aus, würde ich sagen. Per Mail. Miaut. Gut, dann ab nach Majula. Das war auch ganz gut. Jetzt haben wir noch die zwei Items da auf jeden Fall eingesammelt. Und es gibt noch dieses Item in der Mitte, in der fliegenden, auf der fliegenden Insel. Das habe ich noch.
auf dem Schirm. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie nicht mehr von uns möchte. Vielleicht erkennt sie an unserem Schädel nicht, dass wir weiblich sind. Aber naja, vielleicht hat sie auch Interessen in die Richtung. 1400 Seelen brauchen wir noch. Alter. Mano. Habe ich da noch was im Gepäck? So ein bisschen habe ich noch. Ich habe schon wieder vergessen, wie viel hier was bringt. Das müssten 1000 oder 2000 sein. 1000. 1500 waren das, ne? Das waren, glaube ich, immer 200 und dann müssten das hier 500 gewesen sein. Ein paar Seelenkredite. Das ist dann quasi... Macaroni. I know what you did there. Wenn wir gerade hier sind, sollen wir kurz nochmal in den Brunnen reingucken? Wir geben ja jetzt hoffentlich alle unsere Seelen... Nein! 200! Wie viel hat es denn jetzt gegeben? Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Nehmen wir mal noch die hier. Ich will die immer nicht aufbrauchen. Ich bin ganz schlimmer. Ich habe einen ganz schlimmen Sammeltick. Applaus aus dem Publikum. Danke, danke. Ich habe vergessen, was wollten wir machen? Wollten wir nicht auf Faith gehen, damit wir den zweiten Heal-Zauber machen können? Ich glaube ja. Ich glaube, wir brauchen 30 dafür, wenn ich mich richtig entsinne. Das können wir aber gerade nochmal nachschauen. Nachdem wir gelevelt haben. 28! Ach ja, nice. Dann brauchen wir nur noch 2 Level. Coolio. Hey, who's that dude? Hi. Wait. You found your way out too. The name's Gilligan. Don't make me say it twice. Gilligan. Ich hoffe, das kann ich mir merken. What do you want? What do you have? Everything you need. Set up letter. Jetzt weiß ich erstens wieder, wer er ist. Er ist der Typ, der uns die Leiter verkauft hat. Und zweitens macht er uns jetzt eine Leiter in den Brunnen. Das wäre ja cool. Reinforced Club hat er. Eine Whip hat er. Die haben wir aber, glaube ich, schon. Claws und ein Wooden Shield. Ja. Thief Mask. Black Leather Armor. Move. Und so eine Leiter zum Mitnehmen. Klingendes erster Vorsitzender des Majula Leitern Clubs. frage ich nicht nur, warum bin ich denn vorher da runtergesprungen? Oh, was muss ich machen? Ich habe gerade nicht so viel. Ich würde natürlich gerne 3500 bezahlen. Gebe ich mir jetzt 3500? Leiternfreunde Majula e.V. Das ist schon viel, ne? Aber ich weiß, er wird mich anmotzen, wenn ich ihm weniger gebe. Er wird mich auch jetzt anmotzen, aber was soll's. Kann ich wenigstens sagen, ey, ich hätte dir auch 500 geben können. Sucker. What? You're heading down after all. Well, that's fine. A very reasonable offer. It's just you wait.
Sequenz sogar. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, liegt da einfach eine Leiter rum. Die hätte ich auch selber für 3500 reinstellen können. Nur weil ich nicht im EV bin. Ich habe jetzt hoffentlich eine Mitgliedschaft für die nächsten 10.000 Jahre. Ich rede noch mal kurz mit ihm. West. Wenn er wüsste, wie viele Leitern wir schon hoch und runter geklettert sind. Ohne seine Erlaubnis. Shenanigans? Was sind denn Shenanigans? Ich frag dich trotzdem. Ah, Alperin. Shenanigans. Gilligan, Shenanigans. Prozent auf Holzarbeiten. 5% auf alles außer Tiernahrung. Waren wir da schon? Das finde ich interessant. Es lag jetzt Freiheitsstrafe in einem Loch ohne Leitern. Achso, der Rattenkönig, oder wen meint er jetzt? Ah, jetzt fängt er wieder von vorne an. Oh nein, 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 nein. Ich nicht nochmal alles hören. Ich hatte nur gehofft, dass er vielleicht fancy to lend me a gesture or something. Das war knapp. So, die Frage ist, wo war jetzt diese Tür nochmal? Und ich sehe gerade nichts. Stellt's auf den Ab... Du bist mir ein lustiger Geselle. Das ist jetzt hier dein Eingang, oder was? Ich hätte den Ring anziehen sollen. Sagte sie im Sprung. Hallo, Kuri. Und wofür hat er die fucking Leiter gebaut? Damit ich da nochmal runterhüpfen muss, oder was? Kannst du da bitte noch eine Leiter hin tun? Diese Pancake. Als ich in Japan war, habe ich übrigens eine Originalnachbildung des Serpent Rings gesehen. Und ich glaube auch des Katzenrings, wenn ich mich recht entsinne. Haben aber nur 2000 Euro gekostet. Wo ist denn hier der Katzenring? Da ist der Katzenring. Einsicht ist der erste Weg zur Besserung. Oh, sehr nett, dass sie meine Seelen dahin gelegt haben. So, jetzt nochmal. Galant wie ein Kätzchen. Miau! Are you kidding me?
4000 Euro für 50% weniger freischalten. Ja, das sind echt die Ingame-Preise. Muss man echt seine Seelen verkaufen müssen für den Ring. Was war jetzt das Problem? Gut, dass Kätzchen 7 Leben haben. Ist das das Problem, dass ich nicht volle Energie habe? Ja, genau. Das wäre ganz schön. Oh, das wäre ganz schön heftig. Alter, wenn ich jetzt da nochmal sterbe, ne? Dann schlachte ich den da oben aber ab. Weil das kann ja nur echt nicht sein. Da setzt er mir die Leiter hier hin und ich komme hier nicht weg, oder was? Vielleicht nicht der richtige Absprung, aber alle der Rest. Ist doch viel niedriger und sonst müsste ich dann eine Rolle darüber machen. Das ist ja Wahnsinn. Das sehe ich nicht. Ich habe gerade so eine Wut auf den Typen. Was verkauft er mir da für einen Scheiß? Ich habe ihm 3500 Seelen gegeben. Und er baut mir da eine Todesfalle hin. Was soll denn das? Der richtige Absprungplatz. Ich muss, du kriegst gleich so eine. Sí, sí, es correcto. Also, Entschuldigung, wo soll ich denn da noch... Da gibt's nichts anderes. Sag mir nicht, dass ich auf den Balken muss. Das glaube ich nicht. Ah, Rocket Beans Herz. Balken it is. Ich bin eine Katze. Ich bin leicht wie eine Katze. Okay, scheinbar bin ich eine fette Katze. Ich jetzt 50 Stunden an diesem Kackbrunnen hänge. Also ohne Scheiß, ich mache das gleich wieder ohne die Leiter. Kuri kriegt erstmal eine Schelle. Also sorry, aber da oder was? Sonst fällt mir gar nichts mehr ein, außer auf den Balken und dann darüber. Aber das ging das? Oh, komm, fuck you. Ich wollte auch eigentlich springen, hat er aber nicht gemacht. Diese eine Millisekunde, wie er drauf stand und dann noch weggerutscht ist. Oh, und er ist eine Sie. Wenn ich sage, meine ich immer der Charakter. Ich mag das nicht mehr. Könnt ihr bitte sagen, dass wir jetzt was anderes machen? Komm, wir gehen wieder zurück zu dem Drachen, oder? Machen jetzt mal den anderen Drachen. Ich glaube, das wird was. Um 162 Seelen nehme. Wieso springst du nicht? Das sah aber geil aus. Noch schön Stromschlag verpasst. Wir machen was anderes. Okay. Ich laufe trotzdem wieder hin. Also jetzt will ich es nochmal einmal mit Springen versuchen.
wenn die Madame sich dann mal bequem würde zu springen. Hab ich, wenn... Oh nein, ich habe keine Seelen. Ich will meinen Rock reparieren. Warum hat mich niemand erinnert? Ich habe auch keine Sub-Emotes, Kuri. So. Reicht... Ich weiß nicht, ob das reicht, meinen Rock zu reparieren. Wahrscheinlich nicht, ne? Aha. War denn... Wo ist denn die Tür? Hier unter mir? Ich glaube ja, ne? Aber sterbe ich jetzt, wenn ich da runterspringe? Oder muss ich jetzt... Ich würde ja sagen, nein. Aber... Es ist Dark Souls. Miau! Fünf Beine gebrochen. Diese Tür ist verschlossen. Nein. Jetzt wissen wir wenigstens... Ja, meine Katzenhose. Ja, stimmt, eben nur meine Katzenhose. Was machen wir jetzt mit meinem Rock? Hier sind die Katzenhosen. Miau. Wie kaputt ist denn mein Rock? Was würde mich das denn kosten? Dann nehmen wir doch noch mal hier so einen Scheck. Nee, warte. Okay, das hat niemand gesehen. Als wäre nichts passiert. Wieso haben wir hier das zweite Bonfire auch noch nicht? Das gefällt mir nicht. Naja. Müssen wir uns wann anders mit beschäftigen. Jetzt schaue ich mir nochmal den Drachen an. Wenn ich jetzt den richtigen Weg finde. Nein. Dieser Weg war versperrt. Aber hier war doch jetzt irgendwo... Konnte ich jetzt nicht hier irgendwo runterfallen? So, muss ich jetzt nicht dahin? Nein. Wo muss ich hin? Da muss ich rein. Verwirrung. Hier? Nein. Da. Nee, aber hä? Nee, aber hä? Twinkling Titanite.
habe ich gerade gemacht? Was habe ich gerade gemacht? Gut. Discard selected. Bitte diesen Gegenstand auf immer zerstören. Wow. Okay, ich habe mich verloren. Ich bin verloren. Ich muss. Hilfe, wo muss ich hin? Achso, nee, wir haben uns ja eben geportet, ne? Deswegen. Wir waren ja gar nicht wieder am Bonfire. Dann, in dem, wenn es so ist, nehme ich doch mal hier dieses Seil. Müsste ja dann. War hier nicht einer von den Bomben Brothers? Da oben ist einer. Und da muss ich auch lang, wenn ich das jetzt richtig sehe. Alter! Okay, Drache ist wirklich weg. Das macht mich ein bisschen traurig. Gerade noch mal gucken, ob... Okay, da war einer. Eigentlich will ich aber... Aua! Den Lizard töten. Pupsi! Ah, der hat ja sein Ei selber kaputt gemacht letztes Mal. So, habe ich jetzt. Ist jetzt mein Rock schon wieder im Arsch? Nee. Vor allen Dingen habe ich den noch gar nicht an. Ich habe ja die Tatzen an. Dammit. So. So, hier war noch der, ich mag die Töne hier schon wieder nicht. Hier war noch der andere Lizard, ne? Da ist er. Lizard, bleib hier! Ach komm, warum mache ich dem denn eigentlich so wenig Schaden? Das verstehe ich nicht. Oh. Ja. Ich habe dich gesehen. Lauf doch! Warum laufe ich nicht? Jetzt drehe ich aber durch. Punkt 1. Warum bin ich nicht so gelaufen? Warum ging das nicht? Und zweitens, warum bist du noch da? Und wieso halten die hier so viel mehr aus, als die... Aua! Als die anderen. Für ganz cool hier oben. Ach, ich würde gerne Drop Attack machen. Oder ihn irgendwie von hier aus angreifen, aber es geht nicht. Stop flipping the table. Uiuiuiui. Oh! Wann hast du dich denn gedreht? Nein, 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 nein!
Nein, 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 nein. Ich fühle mich ein bisschen schlecht, dass ich die kaputt haue. Fire Tempest. Das ist ein neuer. War bestimmt kein Miracle, ne? Fire Tempest. Ah. Kartoffelstampfdrache. F. Dankeschön. Sind wir hier schon durchgegangen? Ich glaube nicht, ne? Wir sind doch erst. Ist das wieder der Lizard? Warum ist das wieder der Lizard? Hab ich den nicht gehauen? Ja. Mhm. Interessant. Das halte ich für unrealistisch. Der ist schon tot. Diese Lizards, ne? Mein Freund und Lizard. So. Das ist noch so ein Explosionsdude. Ich wollte aber jetzt eigentlich da, zu dieser Brücke. Ah! Warum wackelt das so? Das ist sehr scheiße. Ih, das ist voll die fiese Kamera. Was soll denn das auf einmal? Nein. Nein. Hilfe? Okay, dann gehe ich nicht ins Schloss. Herr Killigan kann mal in den Brunnen hüpfen, wenn er möchte. Von dem kaufe ich doch noch nicht mal einen Brückenpfeiler. Was war das denn jetzt? Ist jetzt die Brücke kaputt? Auf ever? Auf ever, ever? Revenge of the Dragon. Ja, hätte ich mal nicht, ne? Hm. Okay, man kann doch loslassen. Aber jetzt weiß ich, wie wir da zum Item kommen können. Könnten. Wenn ich nicht zu früh gedrückt hätte. Ja, komm, die 7000 Seelen. Ah, das ist sie wieder. Nein, das sind meine Nullseelen. Dammit. So, Timing ist mein zweiter Vorname. Armer Mann, der hier gestorben war. Komme ich hier irgendwie noch runter? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Die Frage ist aber, kann man sich nicht. Nee, das sind schon die Treppen, die Leitern, wo ich vorher auch schon drüber gelaufen bin. Seelen schmielen, genau. Ich glaube, ich muss auch einen Bonbon essen. Aki scheitert am Öffnen der Bonbon-Dose. Bonbon! Das verkeilt sich hier immer so. So, jetzt was. Ein weißes Bonbon. Mmh.
Das schmeckt sehr minzig. Ist das Minze? Ich glaube ja. Dark Grab. Cool abgesprungen. Nee, da ist sie wieder, die Brücke. Das heißt aber, ich muss dringend rennen. Aber ich kann gar nicht richtig rennen. Ja, komm doch, mach doch die Brücke kaputt. Mir egal. Ich immer Angst vor Bonfires habe. Zu Recht! Zu Recht! Gut, dass ich eine Frau bin. Fassade. Ich mag den nicht, aber ich glaube, er redet die Wahrheit. Wenn ich das verstehen würde, was er sagen würde. Ich hab's nicht verstanden. Zweifel über ja. Ich drück nein. Tschüss. Ich glaube, ich habe es kaputt gemacht. Ich habe es halt nicht verstanden. Habe ich ihn jetzt verärgert? Ja, sie ist. Jetzt sagt er doch, dass ich den Thron suchen soll. Soll ich den nicht sowieso suchen? Also habe ich es falsch gemacht, wahrscheinlich. Hat sich gerade verbeugt? Ich wollte eigentlich. Ich bin zu klein für ihn. Ach so, der wollte sich auch. Hallo? Hä? Was? Was willst du?
hatten ja, glaube ich, noch. Wie viel hatten wir? Fällt ja keine andere Nein-Antwort ein. 8 Stück haben wir noch. Ja, hau raus. Immer so einfach. Ob die sich auch öffnen, wenn man das nicht aktiviert? Mask of Judgment. Wie geht meine linke Taste nicht mehr richtig, habe ich das Gefühl. Mask of Judgment. Oh, ist nicht so schlecht. Oh, sieht ein bisschen aus wie Gimli. Die Polizei. Robe wird wahrscheinlich schlechter sein als meine. Das ist wirklich eine Robe, wie lustig. Tides of Judgment. Ah, die werden sogar gar nicht mal so schlecht wahrscheinlich, finde ich. Ja, aber Hosen, nee. Jetzt mal gucken, ob wir nicht den... Ah, der war so schwer, ne? Der Bone Skirt. Vielleicht sollten wir den noch ein bisschen aufleveln. Da war jetzt, ja, auch in den Magic Defense ist besser. Ich glaube, ich lasse den mal ein bisschen an. Was sagt ihr zu der Mütze? Was meinst du zu der Mütze? War zu ihm besser, oder? Also ich hätte ja gerne deinen Hut, das muss ich ja mal sagen. Willst du mir nicht helfen oder so? Willst du mich deinen Hut leihen? Da hinten ist auch noch so einer. Hast du jetzt auch Macaroni gemacht? Too much blood. Krass, wie viele Blattspuren jetzt aktiviert sind. Verstehe ich nicht. Warum greifen die mich nicht an? Sharing is caring. Ist das, weil ich ein bestimmtes Item habe oder nicht habe? Ich möchte doch lieber wieder meine Maske anziehen. Oder das hier. Das sieht natürlich auch cool aus. Aber der ist so schwach, leider. Ja, guten Appetit auch von mir. Ah, die verbeugen sich vor mir. Beugen sich vor mir. Als ob ich doch der König wäre. Hab ich auch mal. Hab gar nicht gesehen, dass ich gestunt war. Du hast aber eine dicke Keule. I am your king. Auf Currywurst. Pointless.
Achso, nee, ist das eine Wand oder ein Gegner? I'm the king of the castle. Ich wundere mich nur gerade ein bisschen, weil so also das, was ich noch von Ede und Denzels Run in Erinnerung habe, wurden die doch attackiert. Von jenen Menschen. Eine Kiste mit einem Tweakling-Titan. Naja. Naja. I am your king. I love you all. Aber nur wegen euren Hüten, ne? Richtig coole Hüte. Das war die Treppe, wo ich sowieso lang wollte, ne? Ja, da ist der Pointless-Ecke. Oder sind die jetzt nur beim ersten Mal lieb? Und sobald ich einmal den... Upsi-Daisy. Einmal den Drachen angegriffen habe, werden sie vielleicht böse. Ach komm. Was ist mit meinem Sound los? Ich glaube, der ist ein bisschen überlastet von den Drachen. Na, Gefolgsbänder, wie geht's euch? Gut. Was geht so ab im Reich der Mitte? Ah. Ja, die Ecke ist jetzt ein bisschen spoilerig. Ach, interessant, guck mal. Da haben sie hier in dem Teil sogar die zweite Kiste rausgenommen. Hier stand nämlich im eigentlichen Spiel eine Minikiste, oder nicht? Kuri, Kuri, sag mal. Hier steht auch eigentlich eine Mimiktruhe. Upsi. Oder sind die einfach gar nicht da, die Typen? Autsch. Boah, haut er mich um. Ist ganz schön umwerfend. Das ist sehr hübsch. Rum. Oh, nee. Hallo. Kommt der von oben? Oh Gott, ist die Kamera schrecklich. Kommt der von oben? Wo kommt der? Dude? Wo ist er? Oh. Es ist mir zu windig hier gerade.
man erhöht. Ja, weiß ich nicht. Third Dragon Ring. Wer kreischt denn da draußen so? Das ist ja ganz schrecklich. Jetzt bin ich bestimmt gleich im Menü und werde von dem Invader angegriffen. Third Dragon Ring. Increases HP, Stamina und Maximum Load. Whoop. Alter. Das ist ein geiler Ring. Welchen habe ich jetzt? Restoration, ja dann. Nehmen wir doch mal den. Ich falle bestimmt gleich runter. Spätestens oben ist dann der Invader und schlägt mir auf den Kopf. Thronsaal? Ah! Da bist du. Aua. Au. Krasser Stein da rechts von mir. Sieht aus wie so ein Drachenei. Nö. Trinken geht nicht. Jetzt trinkt er schon wieder. Sofort bestraft. Hup, hup. Juhu. Ich wollte irgendeine coole Attacke machen. Die wollte ich machen. Pick-up-Item. Ah, ich weiß ja nicht, ob da irgendwas Böses passiert. Da ist noch eine Kiste. Pick-up-Item. Kann ich das dann wieder hinlegen zur Not? Petrified Egg. Kann ich das wieder hinlegen? Ich war das nicht. Das war der Invader da gerade. Seid ihr noch lieb? Ihr mögt mich noch, ne? Immer noch der beste König. Crystal Magic Weapon. Das wird aber wahrscheinlich wieder... Magie sein. Ja. Okay. Kann man diesen Kristalleffekt draufzaubern? Offensichtlich. Okay, da kam ich her. Wo sind wir denn jetzt lang? Ich glaube, ich gehe erstmal wieder zum Bonfire. Ich habe jetzt so viel... Flaskis schon getrunken. Moin. Na, gibt's Neuigkeiten? So. Gucken wir mal, ob das schon irgendwas gemacht hat. Heil, König, Anki. Hast du eben auch schon eine Magic Weapon? Ich bin gerade so froh, dass ich so viel Schaden mache.
Ich hätte die Beine gehauen. Au! Au! Okay, ich nehme alles zurück. Nö. Shit, ich dachte, ich komme nicht durch. Ungünstige Situation. Alter. Oh. Nerv mich nicht. Na, das macht ja gar keinen Schaden. Oh, gut, dass ich unter ihm stand. Das hatte mich eigentlich voll erwischt. So, wie bin ich jetzt eben? Wie musste ich jetzt gehen? Hier hoch. Das Petrified Egg habe ich genommen. War da eben links noch was? Ist da eine Tür noch rechts? Die hier, da war ich glaube ich eben noch nicht drin. Autsch. Ach, stimmt, hier bin ich runtergesprungen. Aua, aua. Tausend Seelen. Wenn es sonst nichts ist. Was haben wir hier noch? Nix. This is my kingdom. Ja, warum sind die alle noch so nett zu mir? Der sieht aus, als würde er mit mir kämpfen wollen. Da hat er gerade den Weg freigemacht. Not quite sure. Nee, den kann ich anwählen. Okay. Ich will jetzt aber auch keinen von den anderen treffen, ne? Just saying. Ah! Das wäre ein bisschen ungünstig, wenn die alle auf einmal wütend auf mich würden. Schlechter Zeitpunkt. Schlechter Zeitpunkt. Warum lässt du dich nicht stunnen, Junge? Und die gucken mir noch alle zu, wie ich hier versage. Fuck! Das ist gleich in Richtung gerollt wie ich. Noch 6 Schlaß. Nur deshalb sind wir hier. Ich meinte eigentlich hier die Dudes. Aber ihr seid natürlich auch genau deswegen hier. Hi! Achso, das ist wieder. Der ist wieder lieb. Ihr seid auch lieb. Wir haben 20.000, ne? Das ist sehr viel. Andererseits habe ich jetzt auch keine Lust, wieder zurückzulaufen.
Kann ich erstmal mit ihm reden? Ich kann ihm, kann ich ihm das Ei? Der chillt halt voll. Of life is the curse of want. Ashen Mister. Erwartend attackiert er mich gerade nicht. Ich dachte, der kämpft mit mir. Wo ist denn jetzt hier Schlüssel? Eschen, Eschen. Eschen. Delve into the memories of the withers. Können wir noch was sagen? Nee. Okay. Ja, dann danke, ne? Frage. Hatte mich nicht trotzdem die Majula-Frau gebeten? Reicht dir das, wenn ich den Schlüssel bringe? Oder das Ei? Das würde ich gerne mal versuchen. Davon abgesehen, dass ich jetzt gerade nicht weiß, wo ich sonst noch rangehen soll. Also das kann ich hier anbieten. Ein Ei habe ich für sie und einen Schlüssel, von dem ich nicht weiß, wo er mich hinbringen würde. Ich glaube, mein Stream hängt gerade ein bisschen. Sorry for that. Not use bonfire. What? Warum? Wo kommt das jetzt her? Oh. Ich wollte es gerade benutzen. Da invadet mich jemand. Liegt tatsächlich gerade an meinem Stream, nicht an dir. Ich weiß auch nicht, warum meine Übertragung gerade so schlecht ist. Autsch. Laggy, laggy. Oh, what? Oh, der stumme Lag, ey. Ich denk noch so, warum macht der nix? Ah, oh, ja, scheiße, wenn das Internet so kacke ist. Vielleicht wird es jetzt besser, wenn der Invader weg ist. Vielleicht wird mein Stream dann wieder besser. Dull Ember. Das
Sind jetzt meine Seelen weg? Ne, die sollten noch da oben liegen. Liegen die wieder bei dem dummen Keulenmann da oben. Ah, ich glaube, mein Stream hat sich jetzt wieder ein bisschen erholt. Upsi. Dann machen wir den vielleicht auch nochmal. Au, au, oder auch nicht, oder auch nicht, oder auch nicht. Kann ich mich jetzt, ich würde mich tatsächlich gerne teleportieren zu dem anderen Feuer, weil ich ein bisschen Angst habe, nochmal über diese Brücke zu gehen. Ach, endlich. Ich habe wohl den Chrono getriggert. Ach, ich glaube, ich mache aber auch nicht mehr so lang. Ich weiß jetzt nicht ganz, so viel passiert heute, aber... mich auch noch ein bisschen rauslegen in den Park. Die ist gar nicht mehr da, ne? Scheiße. Warum bist du weg? Ich wollte dich euch jetzt fragen, ob das okay ist. Muss ich vielleicht nach Majula? Anyways. Wir dann auch mal gucken, ob wir nicht den Skirt hier noch ein bisschen aufleveln. Confused. I'd give you up for... Na! Was bräuchten denn für die Maske eigentlich? Twinkling Titanite. Und hier auch Twinkling Titanite. Oh, auf E ist es nur. Und unser Rock. Den wir gerade anhaben, den sehe ich hier natürlich nicht. Doch, da war er doch. Heavy Boots auch auf E, na gut. Ach, ich glaube, wir haben so viele Twinklings gerade, da können wir noch ein bisschen hier in den Rock reinstecken. Eins. Zwei. Drei. Ja, guck mal, der ist jetzt schon viel stärker als unser erster Rock. Sehr schön. Schwuppdiwupp. Weg ist er. Mehr geht gar nicht. Na gut. Hallo, gell. Schreibst du gerade aufs Frankreich? '81 haben wir da jetzt. Das ist doch okay. Mir ist halt wichtig, ich weiß, ich habe hier noch Hosen, die sind wesentlich stärker. Aber ich stehe halt so auf die... Magieresistenz von den Röcken und die sind halt wahnsinnig leicht. That's why. Und es sind Röcke. Ja, jetzt will ich tatsächlich einmal nochmal lesen. Was stand denn da jetzt bei dem Ashen Mistart Develop into the Memories of the Withered? Manifestation of Ashen Mist received from the Ancient Dragon. The magic of the Ancient Dragon allows one to delve into the memories of the Withered. Okay, ich habe keine Ahnung, was das heißen soll. Oder wo ich jetzt weiter müsste.
mal gerade überlegen. Also das Gebiet da ja war jetzt eigentlich abgeschlossen. Wir können uns nochmal das Ei angucken. Wo haben wir das denn? Ist das hier bei den... Nee, ich den Stein nicht. Hat jemand mein Ei gesehen? Da, unidentified petrified egg. Surely bears no life. X are vessels that harbor life itself and symbolize the pursuit of existence. What does a petrified egg harbor? Die Frage, ob unsere Kollegen da im Kels Lieblingsfreunde, die daran interessiert sind. Haben wir denn noch Smooth and Silky Stones eigentlich? Petrified something haben wir hier noch. Petrified Egg. Wir müssen mal probieren, ob wir das da hinlegen können. Und die nehmen sich das dann. Hardrock quasi, aus Metall. Müssten wir dann hin, da müssten wir hin. Okay, wir haben ein versteinertes Ei. Und wir haben diesen Schlüssel. Ich weiß nicht, ob wir damit nochmal zu dem König sollen. Hilft uns das was? Ich weiß auch nicht, ob ich den König einfach hauen soll. Ich weiß, dass man sich auch mit dem Ancient Dragon anlegen kann, aber ich weiß nicht, ob das notwendig ist. Ich mag es übrigens, dass unsere Anzeige oben lauter Pfeile nach oben sind. Das sieht sehr sympathisch aus. Ich lege erstmal das Petrified Something hier. Und noch ein Twinkling Titanite. Effizient. Ah, ich kann es gar nicht hinlegen. Na gut. Da brauchen wir es wahrscheinlich noch zu für irgendwas. Aber wofür? Da muss ich erstmal drüber nachdenken. So, ich weiß, der Stream war jetzt nur relativ kurz mit 2 Stunden. Aber ich glaube, das ist jetzt dem Wetter geschuldet, dass wir jetzt schon aufhören. Ich freue mich, dass wir ein bisschen weitergespielt haben und jetzt hier die Drachensache erledigt haben? Fragezeichen. Ich meine, wir könnten natürlich... Ich müsste mal gucken, wo man das denn... das Ei unterbringen könnte oder das... den Schlüssel... Ich meine, wir haben theoretisch, wir können natürlich nochmal die Königin fragen. Wie sind wir denn dahin nochmal gekommen? Warte mal. Das war ja hier, ne? Fragen kostet nichts. Grave undead. What did that dragon tell you? That
thing is a prop, a false deity. Don't be fooled, my undead. Seek the forest, you, where those wretched giants slumber. Seek the forest, you. Okay. Die sagt, ich soll nochmal in den Wald gehen. Aber sagt auch, dass der Drache mir Scheiße erzählt hat. Aber sagt jetzt, ich soll das machen, was er gesagt hat. So, wir hatten hier doch ein Forest of Fallen Giants. Mann, was ist denn hier mit der Übertragung los? Das ist super nervig. Au. Easy prey. Huch. Wer war da? Och Mann, ich wollte den parryen. Hat nicht geklappt. Ja, es tut mir so leid mit der Übertragung gerade. Das ist ja ganz schrecklich. War denn hier? Ne, ein Giants. Warte mal, Giants stand doch auf jeden Fall. Upsi. Ich sehe nix! Wen habe ich denn jetzt hier? Alter! Kannst du mal aufhören, da oben hin zu fokussieren? Ganz schrecklich. Da war ja auf jeden Fall ein Giant kurz vor dem Schloss. Ich weiß aber nicht mehr, was ist denn hier jetzt noch? Ach ja, auch irgendwas Giant-mäßiges. Ich denk's wohl. Achso, jetzt komme ich aber nur gleich zu diesem anderen Bonfire, kann das sein? Schnetzel, Schnetzel, ich schnetzel mich gerade durch, weil wir sind ja quasi zwischen den zwei Bonfires. Das bringt ja jetzt gerade überhaupt nichts. Genau. So. Was war denn hier nochmal? Was? Wo? Von da unten? Und da ist noch ein Item. Wieso ist denn da noch ein Item? Aua! Nicht von wo? Ach da! Siehst du mal an. Au, falsche Taste. Ich hatte aber krass getroffen auf die Entfernung.
Wieso habe ich denn dieses Item da übersehen? Beziehungsweise wir sind ja links, also hier sind wir runtergegangen auf jeden Fall. Aber auf die andere Seite kamen wir nie. Aber was heißt andere Seite? Ist das nicht einfach? Ich check das gerade nicht. Upsi. Vorsicht. Guck mal, das ist doch so ein Giant. Zu dem will ich doch. Zu dem will ich doch. Die Frage ist, wie kam ich da hin? Das ist alles so lang her. Ja, das hier war übrigens die Stelle, die ich meinte. Wo ich auch noch hin müsste. Aber das sieht mir gerade noch ein bisschen zu warm aus. Also hier gab es ja auf jeden Fall diesen Aufzug nach ganz unten, wo der Last Giant war. Den hatten wir. Das war ja der erste Endboss quasi. Und da hinten raus, Richtung Pursua und dann wieder rechts, gibt es auf jeden Fall auch noch so eine Giant-Statue. Aber nicht die, die wir gerade gesehen hatten von außen. Was war denn nochmal? Hier war doch noch so eine Tür auch. Oh, hallo! Oh! Oh! Okay. Ich glaube, da geht es in den besagten Feuerbereich. Ich wollte gerade nur mal gucken, ob hier noch... Kann man hier noch was machen? Sieht nicht so aus. Jetzt ist nur die Frage... Erstens verbrenne ich mir die Füße. Hallo? Aua! Was war das? Was ist eine Zunge? Zweitens, ist das der Feuer-DLC, von dem Kuri jetzt sprach? Also ist das hier... Krass. Geht's hier offiziell weiter oder ist das DLC-Gebiet? Gerade immer so lange warten, weil der Stream eben so gehangen hat. Kommen nur lauter Kappas. Offiziell. Okay, ist nur die Frage, in welcher Reihenfolge denn jetzt? Also wenn das der Iron Keyring war, dann... Keyring, genau. Ich bin so gestört von Japan, wo man nur Keyrings kaufen konnte.
Also macht es jetzt Sinn, hier weiterzugehen oder in dem Feuergedönse? Ich würde tatsächlich gerne den Shortcut hier noch öffnen, den ich mal gesehen hatte bei Ede und Denzel. Ich kann natürlich weiterhin so spielen, als hätte ich das nie gewusst. Das ist jetzt nur eine Entscheidungsfrage. Seelen. Ups. You cannot reside within memory for long. Was? The talk? Oh. What are you doing? Ich hab dich nicht gesehen. You are not one of our soldiers. And I don't take you for a mercenary. Whoever you are, this is no battle to involve yourself in. Whether you are guided by bravery or brashness. This is no place for you. The Lord has placed this vault in my hands. Whoever you are, I forgive your trespass. But leave this place immediately. Just mention my name, and no man will challenge your exit. And even if you don't, by now, my men have not the will to resist. Okay, dann müssen wir nur Drummond merken, uns Drummond merken. Soon the giants will descend upon this fort. It is revenge for the kingdom's misguided barbarism. The venerable lord built this kingdom to bring prosperity to his subjects. What has transformed him so, I cannot imagine. Long ago, the king crossed the seas, pillaged the land of giants, and brought back a prize. It was then that the golems materialized. Golem? The giants are no ordinary barbarians. A singular rage burns within their hearts. My father and his father both fought the giants on this very land. Giants have wills of steel. They cannot find it within themselves to forgive the misdeeds of our Lord. Did you see him? A towering monster among them. That is most certainly their king. He will be a thing to topple. Even if I should die trying. My blade may break, my arrows fall wide, but my will shall never be broken. Those who live by the sword will die by it, and I, Drummond, won't go down without drawing mine. Be gone with you. This fort will soon fall. Be gone before the giants are entirely upon us. Hooray!
Oh nein, ich wollte es wechseln. Hallo. Die sehen aus wie die Ekelviecher. Was? Jetzt habe ich die ganze Zeit nur mit dem geredet, oder was? Die sehen ein bisschen fetter aus als diese Viecher aus dem Piratenlevel, würde ich sagen. Da ist noch einer. Was ist hier? Eine Waffe, ein Item. Oh. Okay, danke fürs Gespräch, Drummond. Hey! Ich glaube, es hackt. Ich war da gerade drin, die haut da drauf. Nein, ich wollte das Item auf. So eine Scheiße! Ich wollte eigentlich nicht nochmal reingehen. Ich wollte jetzt das Spiel beenden. Kann ich denn hier jetzt auch einfach... Nee. Kann ich hier einfach Drummond sagen und bin dann raus? Hä? Was steht denn da schon? Buggy? Aua! Ja, ist gut. Ganz ruhig, mein Freund. Ja. Verstanden. Hey! Hey! Ich dachte, du stehst noch draußen. Was ist gerade passiert? Ist auf einer Bananenschale ausgerutscht. Hä? Oh nö. Ich dachte, ich wäre jetzt wieder am Baum. Oh. Okay, Leute. das war's auf jeden Fall für heute. Ich habe jetzt keine Lust, habe ich jetzt noch. Also jetzt ist ja nochmal ein ganz neues Kapitel. Da müssen wir jetzt nächstes Mal nochmal reingehen und unsere 22.000 Seelen holen. Und dann scheinbar noch unten in dieses Feuerlevel. Ich bin gerade total verwirrt, was hier passiert oder was ich eigentlich machen soll. Wir waren jetzt bei dem Drachen und der meinte, nö, geht mal woanders hin. Und dann sagt sie, nee, der hat aber nicht recht, aber geht trotzdem dahin. Ich sehe gerade die Story nicht mehr so ganz. Ist ein bisschen... Nee, hier bist du falsch. Geh mal lieber dahin. Nee, hier bist du falsch. Geh mal lieber dahin. Nee, hier bist du falsch. Geh mal lieber dahin. Ich schreibe mir das mal auf fürs nächste Mal, was wir noch machen müssen. Mal sehen, ob es dann ein bisschen klarer wird. Ich wünsche euch einen ganz schönen Sonntag. Ich hoffe, bei euch ist es auch so super schön sonnig. Ich werde jetzt ein bisschen rausgehen, Eis essen und mich in die Sonne legen. Ja, dann. Weiß ich nicht, ob bis Donnerstag. Aber ich versuche Donnerstag zu streamen, wenn nicht, wahrscheinlich an dem Wochenende dann. Ansonsten streamt am Mittwoch ja wieder Dark Rap. Und zwar Shadow of the Colossus. Falls euch das interessiert, schaut doch da mal vorbei. Ja, und dann wünsche ich euch morgen einen schönen Start in die Woche und so weiter und so fort. Macht's gut! Euer Skeletor.